Willkommen zurück zu Display Elder Scrolls Oblivion. Hier mit Taskool, wir sind in Pruma und ja, haben dort jetzt vollgenommen, haben uns umgeschaut, haben eine Quest angefangen, nämlich wir waren in der Bruderschaft. Und ja, gucken uns hier Randils Zimmer an, der ist angeblich Papierjäger, hat einen für viele Unschuldigen getötet. Und jetzt sollen wir uns in einem merkwürdigen umschauen. Durch diese Tagebuch hier. Ich habe in Reiniers Raum an der Herberge ein kleines Tagebuch entdeckt. Anscheinend war er Teil einer Abenteuergruppe, die in irgendwelchen Eilern der Queen Ingrid ein Artefakt entdeckt hat. Ein Mitglied kam überein, das Artefakt in der Höhle zu lagern, mit Zeit, dessen Erforschung verfügbar sei. Jeder von ihnen bekam eine Schlüssel zu der Truhe, in der das Artefakt gelegt worden war. Die beiden haben Mitglieder einer Gruppe von Prado, jemals namens Gelleborn. Das wird jemals Verdachtsgewehr an, die muss schon mehr bei Gelleborn herausfinden. Vielleicht können wir Olaf dabei helfen. Der harte Tag ist vergangen und noch immer ist keine Spur von dem Artefakt zu finden. Wir haben den größten Teil der Überreste des äußeren Wachturms abgesucht, die Ruine des Torhauses durchkämmt. Aber nicht einen Hinweis darauf gefunden, wo es vergraben worden sein könnte. Es ist sehr still hier, fast wie aus Respekt für die alleinigen Bewohner, die vor langer Zeit verschwunden sind. Wir sind nicht auf Feindliches gestoßen, aber ich denke, wir werden dennoch darauf vorbereitet. Die Bruderschaft hat in schlimmeren Klemmen gesteckt. Pradon hat gutes Geld für die Informationen hinsichtlich des Verbleibs und Schatz bezahlt und ich hoffe, dass sich nicht als weiteres Fiasko herausstellt. Heute Morgen wurde der Lager von einigen Banditen angegriffen, die, wie sie behaupteten, ihr Gebiet verteidigen wollten. Angesichts der Tatsache, dass sie uns teilweise Treiber überlegen waren, haben wir uns gut geschlagen. Nur Gelleborn trug eine kleine Wunde davon, die sich jedoch mit Hilfe eines Arzneitranks, den Prado unsicherweise unsere Entdeckungsreise mitgebracht hat, leicht heilen ließ. Nachdem wir die Leichen der Banditen verscharrt hatten, brachen wir auf, um die größte Ruine abzusuchen, die Überreste des Bergfrieds. Zwei Mauern des ehemals mächtigen Baus waren eingestürzt und die für die Eyeline-Architektur in diesem Teil von Tamriel typischen weißlichen Steinquader lagen überall zerstreut. Diese Schwerte uns fortkommen in der Ruine, da viele der größeren Mauersteine viel zu schwer waren, dass sie hätten wegtragen können. Pradon schlag vor, dass wir die zentralen Fundamente des Gebäudes nach etwaigen utheischen Eingängen absuchen, die bei dieser Art von Bergfried häufig vorkommen. Seine Annahme zahlte sich aus und nach mehreren Stunden der erschöpfenden Arbeit hatten wir eine Öffnung freigelegt, die gerade so groß war, dass wir uns durch sie hindurchzwängen und in ein altes Treppengewölbe gelangen konnten, das abwärts führte. Wir beschlossen, bis zum Tagesanbruch zu warten, um dann unseren Abstieg in die Tiefen der Ruinen zu beginnen. In einer unruhigen Nacht, in der wir alle beim Gedanken an das, was uns möglicherweise erwartete, zu aufgeregt zum Schlafen waren, tauchten wir unsere Fackeln in ein frisches Teerfass, zündeten sie an und stiegen in die Dunkelheit des Treppengewölbes hinab. In der abgestandenen Luft schwebte Staub und feiner Sand, ein sicheres Zeichen dafür, dass seit sehr langer Zeit niemand mehr diesen Teil der Ruinen betreten hatte. Das machte es für uns noch spannender, denn es bedeutete, dass uns keine anderen Grabräume zuvorgekommen waren. Das Treppengewölbe mündete schließlich in einen Gang, der sich, wie ich vermutete, in nördliche Richtung schlängelte. Wenn die Vorsicht weiterging, suchte ich den Fußboden, die Wände sorgfältig nach versteckten Auslösern, Stolpertreten oder trugfindlichen Platten ab. Darauf war spezialisiert. Die Alleinen waren für die raffinierten Fallen, mit denen sie ihre Grabräume schützten, weithin bekannt, und ich wollte kein Risiko eingehen. So tasteten wir uns den Gang entlang voran, und Gelleborn, der Gelehrte der Bruderschaft, wurde mit jedem Schritt aufgeregter. Übersetzte die Wandenschriften wurde sich immer sicherer, dass wir endlich einen Ort gefunden hatten, an dem sich unser Preis unserer Mühen befand. Nachdem wir mehrere Minuten weitergelaufen waren, strahlten wir vor Glück, als wir das Erhoffte zu sehen bekamen. Der Gang endete an einer Metalltür, die das Relief einer Spinne zeigte. Nun würde sich zeigen, was Pradons Informationen wirklich wert waren. Die Tür war vermutlich durch ein Rätselschloss gesichert. Zog man in einer bestimmten Reihenfolge an den Beinen der Spinne, würde sich das Schloss öffnen. Die falsche Kombination würde uns den Tod bedeuten, vielleicht den Einschluss des Gangs auslösen oder irgendeine andere ebenso tödliche Falle. Mit zittrigen Fingern zog ich nacheinander an den Beinen in der Reihenfolge, die ich mir eingeprägt hatte. Das sechste, dann das erste, das zweite, das achte und schien wieder das erste Bein. Ich schloss die Augen, die Tür gab einige laute Klickgeräusche von sich und schließlich sprang sie auf. Alle schienen als Seufzer der Erleichterung auf. Als ich die Tür aufschob, erkannte ich einen riesigen Raum mit einem Sockel in der Mitte. Und auf dem Sockel, erleuchtet von einem Sonnenstrahl, der durch ein winziges Loch in die Decke fiel, war unser Preis. Im Fußboden eingelassen war das riesige Mosaik einer stilisierten Spinne. Ihre acht Beine erstreckten sich alle bis zur Türöffnung. Dies war die letzte Falle, die die Eyeline hinterlassen hatten, um ihren Schatz zu schützen. Wie stellt sich heraus, dass wir ohne Pradons Talent, Informationen zu beschaffen, die Lösung dieses letzten Verteidigungsrätsels nie herausgefunden hätten. Ich schieß Pradon Gelleborn an, am Eingang zu bleiben, band mir ein Seil um die Teile für den Fall, dass sich plötzlich eine Fallgruppe auftat. Vorsicht begann ich, entlang der Fliesen zu gehen, die das dritte Bein der Spinne bilden. Auf meiner Stirn perlte der Schweiß, denn der Weg über den von den winzigen Mosaiksteinen gebildeten Pfad war am Anfang sehr schmal. Ein Fehler hätte den sicheren Tod bedeutet. Der trat aber zum Glück nicht ein. Die Informationen waren richtig gewesen und so gelang es mir, den Eissockel zu erreichen und das Artefakt zu sichern. Schnell wie möglich gingen wir denselben Weg zurück und traten wieder ans Tageslicht. Wieder einmal hatte die Bruderschaft triumphiert und es war Zeit, nach Hause zurückzukehren. Abends in der Taverne beschlossen wir, einen Pakt zu schließen. Wir würden das Artefakt in einer Höhle unweit von Puma verstecken, bis wir es richtig erforschen konnten. Ein so mächtiger Gegenstand konnte in den falschen Händen sehr gefährlich sein und wir wollten es auf keinen Fall verkaufen, ohne seinen wahren Wert zu wissen.
Pradorn erklärte sich einverstanden, einen Käufer aus der Gegend aufzusuchen, der eine Truhe mit 3 Schlössern bauen sollte. Jeder von uns würde einen Schlüssel zu einem der Schlösser erhalten. So würde keiner von uns ohne die anderen Zugang zum Artefakt haben. Den Abend beschlossen wir mit einem munteren Trinkgelage, bei dem wir so manches Lied von vergangenen und zukünftigen Abenteuern sangen. Also, wie ich mir gedacht habe, der Typ war kein... Ich nehme das mal mit. Ja, kein Diebstahl. Der Typ war natürlich kein... Aber Pierre, dieser... Trelas ist ja einer von den dreien. Der wollte, hat ihn jetzt einfach umgebracht, um den Schlüssel zu haben. Werde ich wahrscheinlich zerschritten haben später. Oder fleuchtet noch meine Chance. Womit kann ich... Geleborn. Geleborn? Komisch, dass ihr diesen Namen erwähnt. Rhaenyl meinte, dies sei der letzte Vampir gewesen, den er erlegt hätte. Ja, das stimmt. Irgendwo in Skingrad, glaube ich. Er meinte, er hätte Geleborn ausfindig gemacht und getötet. Deshalb haben ihm die Wachen auch so bereitwillig geglaubt. Die Stadtwache von Skingrad hatte ihnen von Rhaenyl und seinem scheinbaren Erfolg bei ihnen berichtet. Sonst kann ich euch nichts über ihn sagen. Okay, Schank wird Olaf erzählt mir, dass Geleborn das Gift von einem anderen, das Rhaenyl erschlagen worden ist. Wie verbrannt und überhaupt dran, ja auch von Geleborn im Besitz sein. Lasst mich ein. Karius soll mir reden. Karius und Baktus, sein Bruder, der ist von ist. So, okay. Wer bist du? Kennen wir dich schon? Ja, ich kenne dich. Gut. Hallo. Und schon irgendwelche neuen Erkenntnisse? Erlin ist jetzt sicher sehr bestürzt. Zumindest ist sie sicher. Rhaenyl hat uns bestätigt, dass sie nicht infiziert ist. Aha. Dass sie nun Rhaenyl der Lüge bezichtigt, ist verständlich. Sie ist so aufgebracht, dass sie alles sagen würde, um den Tatsachen nicht ins Auge sehen zu müssen. Ich schätze, wenn ich herausfände, dass jemand, der mir teuer ist, ein Vampir sein soll, würde ich das auch nicht glauben wollen. Ich möchte euch warnen. Ich höre, ihr wollt Erlin helfen, indem ihr Rhaenyl unter die Lupe nehmt. Wir haben es von offizieller Seite aus einer Nachbarstadt, dass Rhaenyl der ist, der zu sein scheint. Daher weiß ich nicht, was ihr beweisen wollt. Ich erlaube euch diese Ermittlungen, wenn man das denn so nennen möchte, nur weil Erlin so aufgebracht ist. Geleborn. Woher wisst ihr das? Ach, zu viele Leute wissen nicht, dass man Obrigkeitsangelegenheiten nicht herumtratscht. Sehr gut. Die Stadtwache von Skingrad hat uns informiert, dass Geleborn vor kurzem von Rhaenyl getötet wurde. Geleborn war natürlich auch ein Vampir. Ich bin anderer Meinung. Was soll das heißen, ihr seht das anders? Das ist eine kühne Behauptung. Wie wollt ihr beweisen, dass Geleborn kein Vampir war? Schau, Geleborns Tagebuch. Ich bin sprachlos. Jetzt ist alles sonnenklar. Warum sonst hätte Rhaenyl dieses Tagebuch vom Tatort in Skingrad entfernen sollen? Ich habe auch nichts von einem Schlüssel gehört. Rhaenyl muss ihn Bradon abgenommen haben, bevor wir dazukamen. 2 unschuldige Männer wurden getötet und einer dieser Tode ist meine Schuld. Ich kann es nicht fassen. Ich werde die Wachen rufen und mit ihnen die Stadt nach ihm durchkämmen. Treffen wir uns in einer Stunde in Olafs Bräu und Streu. Sehr gut, ich habe gut genommen, Hans Potter nämlich. So, jetzt geht's nämlich ab. Jetzt handeln die den Down. Manchmal gibt es ein bisschen Fettfight. Wird immer lustig, wenn die ganzen NPCs auf einen stürzen. Aber wenn es wird semi-mick. Also wenn es passiert, wenn ich wahrscheinlich, wenn wir den letzten Schlag ausmachen. Bei Mörder ist ein Baublivien, also bewiesene Mörder werden Baublivien auch gemordet, so ist das. Was immer ich. So, eine Stunde warten. Also. Bevor ich hier ankam, erhielt ich eine Nachricht von einem unserer Kundschafter, die die Straßen überwachen. Er hatte Rhaenyl gesehen, wie er Brumat gen Westen verließ. Der Kundschafter versuchte ihm zu folgen, verlor ihn jedoch in den Bergen. Die einzige Höhle im Westen, auf die die Beschreibung in Geleborns Tagebuch passt, ist die Borealsteinhöhle. Das muss sein Ziel sein. Ihr müsst dorthin, bevor er sich das Artefakt, das sich dort befinden muss, holt und sich von dannen macht. Ich lasse die Stadtwache in Brumat, da Rhaenyl nicht weiß, dass wir hinter ihm her sind.
Sähe er einen Wachposten, könnte er in Panik verfallen und flüchten. Ihr seid im Moment meine einzige Hoffnung. Ihr habt meine Erlaubnis, alles Notwendige zu tun, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn er sich nicht ergibt, wisst ihr wohl, was zu tun ist. Beeilt euch. Ich fürchte, ihr habt höchstens einen Tag, um ihn aufzuhalten. Wenn das stimmt, was ihr sagt, soll Rhaenyl für Bradons Tod büßen. Rhaenyl wird für beide Verbrechen zahlen. Geleborn war sicher ein weiteres unschuldiges Opfer. Ich sorge dafür, dass die Stadtwache von Skingrad davon erfährt. Glaubt ihr den Erzählungen? Ich kann's kaum erwarten, Rhaenyl zu verhaften. Er soll die Kerker von Bruma kennenlernen. Sie oder meine Klinge, wenn er sich weigert, mitzukommen. Der wird sich gerade weigern, ich werde ihn richten müssen. Behalt euch. Gut, beeilen wir uns. Das sagt Eile, also eilen wir. Westen hat er gesagt. Ne? Hier, Boyalstein, ja. Reisen wir nach Kapstein und von da aus können wir nach Westen. Ich kann sagen, du bist doch nicht freundlich, oder? Jetzt werdet ihr Schmerzen. Keiner greift aber mein Pferd an. Naja. Bleib du mal lieber hier, Pferd. Problem, dass wir das Pferd nicht aber abstellen kann. Und sagen kann, ey, jetzt warte doch. Bleib mal zurück. Braucht es ja eigentlich nicht immer. Apfelwacht gefunden. Was ist denn Apfelwacht? Da arbeitet auf jeden Fall jemand. Was wollt ihr? Etwas Übleres als... Okay, die chillt ja einfach auf ihr Leben. Takonis. So, neblig heute passt doch genauso der Quest. Gefunden wurde als Steinhöhle. Gut, Zeit zu speichern mal. Und dann rein hier. Das ist also hell, also von der... Oh. Glückwunsch. Ich dachte mir schon, dass ihr früher oder später darauf kommen würdet. War zu dumm von mir, das Tagebuch liegen zu lassen. Ich sah euch in Olafs Bräu und Streu eintreten, bevor ich's mir holen konnte. Da wusste ich, dass ich aus Bruma verschwinden musste. War alles nur eine Frage der Zeit, bis ihr oder Karius es erkannt hättet. Egal. Nachdem ich euch getötet habe, kann ich mit der Vampirjägermasche aufhören. Wer soll das nicht ergeben? Ganz sicher nicht. Ich bin überrascht, dass Karius nicht die gesamte Stadtwache hergeschickt hat. Obwohl, die hätte ich schon von Weitem gesehen. Ich wollte hier für eine Weile untertauchen und dann weiterziehen. Wie gesagt, ich hatte euch unterschätzt. Mir bleibt keine andere Wahl. Entweder kämpfe ich mit euch um meine Freiheit, oder ich ergebe mich und vermodere im Stadtkerker. Da verteidige ich lieber meine Freiheit. So, das ist Chance. Ja, das stimmt wohl. Also dann, genug geredet. Nur einer von uns soll diesen Tag überleben. Viel Glück. Alles klar. Das ist das Okay, kann zaubern, das ist genau nicht gut. Ich wollte gerade auch sagen, hast du vorhin gemacht, dass ich auch zaubern kann. Das allgemeine Problem ist, mit Tasko angelegt zu haben. Hier, Magier-Schild ist nämlich ganz faul. Mir ein paar ganz neue. Der hat gerade gesagt, mir machst du ein paar neue Schläge. Oh. Tut euer Schlimmstes. Was ist los? Werdet. Na, Kaviri-Stil, Lappen. Mondbrand, Alter.
Das wiegt viel zu viel. Weil den Virtual gefunden. Er wollte sich nicht ergeben, sondern gibt mich das an. Ich muss ihn nur vertöten. Ihr seid schwer belastet. Ja, wenn wir jetzt einen Gewichtszauber hätten, könnten wir natürlich auch laufen. Das ist halt der einzige Vorteil in Illusion. Ich glaube, Illusion war es. Mit dem Gewichtszauber. Das ist ein ziemlich netter Spell. Was machen wir denn jetzt? Ich wäre jetzt viel zu viel wert, um das hier zu lassen. 4 Schaden. Für den Speer. 35 Gold wiegt 18. Mumbrat ist halt einfach mal 50 schwer. 11 Schaden. Deswegen hat er auch so wehgetan. Der beste Bogen ist der da. Ja, ich habe aber nichts, was ich hier lassen könnte, ist mein Problem. Was wiegt denn der meiste von allem? Ich brauche ein Schwert aus Silber, wisst ihr Leute? Nur zur Erklärung, warum. Das ist eine ganz normale einhändige Klinge, die ist nicht mal verzaubert, die ist aber so viel wert. Damit wären wir halt rich, wenn ich die verkaufen würde. Dafür wiegt die aber auch sackisch viel. Das Akabiki-Kantana ist natürlich auch... Wie viel brauche ich denn? 57 brauche ich Gewicht. Ja, Moprat wiegt einfach zu viel. Klar, ey, Schaden sind geil, aber es wiegt halt einfach zu viel, um es nicht zu verkaufen. Vor allem mit dem Geld. Ein Schillerend will ich eigentlich aufheben. Wegen der Eisschadenverzauberung. Ich muss das Zeug hier lassen, das geht nicht anders. Schadenverzauberung von dem Secret Stone könnte man auch mal nutzen. Das wiegt ja alles nichts. Die Bücher würde ich ja ganz gerne aufheben. Ihr wisst, warum ich immer vorlesen möchte. Möchte mir jedes Buch gespielt haben. Das Schwert ist aber zu geil, um es nicht zu nehmen. Ich hoffe, es ist. Meine Hoffnung ist, dass ich gleich wiederkomme und das Zeug mitnehmen und verkaufen kann, wenn ich das Akavi-Kantana verkauft habe zum Beispiel. Das Artefakt wird jetzt auch nochmal wiegen. Ich brauche mehr Gewicht. Tragekraft. Hier geht's auch noch weiter. Irgendwie hoch. Warum Holz? Gräber hier in der Höhle. Ich weiß nicht, ob du mit 3 Stunden öffnet, der keine Disziplin, aber der tunnelt ist. Die sind unabhängig aus und keine Funktion nicht. Ich frage mich am besten, wie aber es für die der Erlänger so bringen, sie zu fragen, was ich damit anstellen soll. Okay, das ist dann nicht mal ein Effekt drauf, auf dem Amulett. Also wegen dem Schild, ich dachte gerade. Trinken, nice. Langsam spielen, wenn ich das Schwert in der Hand habe, aber weil es halt so schwer ist. Okay. Wer ist hier in der Höhle nicht? Kleine Schatz hier noch, aber nichts Besonderes. Die ganzen Sachen hier lassen, ey, es ärgert mich so. Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich das Schwert nicht aber verkaufe, weil das so viel wert ist. Guck mal, wie viel Geld ich davon bekommen würde, weil dann komme ich nochmal her und nehme das Zeug wieder mit. Ich weiß ja jetzt, wo es ist. Das C-Spawn ja nicht instant.
Also, meiner Meinung nach, die Spawn-Stations sind. Pumaus-Tor. Meine, lass mal die Quest. Wie viel Gewicht haben wir denn jetzt eigentlich? 77, das heißt, wenn mir noch was gibt. Ja, ich weiß sonst nicht, was ich tun soll. Ich habe halt keinen. Ich würde halt gerne so besondere Waffen aufheben. Im Haus könnte ich es auch, aber. Welche Banalsammelt. Vor langer Zeit gab ich Bradon ein Versprechen. Ich versprach nie jemandem zu sagen, was ihr nun erfahren sollt. Doch da ihr seinen Feigenmord gerecht habt, bin ich sicher, dass Bradon verstehen würde, warum ich diesen Pakt jetzt für euch breche. Bradon erzählte mir von diesem Amulett, als sie es einst aus einem fernen Land mit nach Hause brachten. Er vertraute nie einem anderen in der Gruppe, und bevor er den Schatz in der Höhle versteckte, belegte er ihn noch mit einem Zauber. Diese Magie verschleiert die wahre Identität des Gegenstandes. Es bedarf nur eines einfachen Befehlswortes und das Amulett nimmt wieder seine wahre Gestalt an. Ist wohl mit Bradon gestorben? Nein, er fürchtete stets, dass es dazu kommen würde. Er lehrte mich das Wort für den Fall, dass er sterben sollte und ich in den Besitz der Schlüssel käme. Nur wenn die anderen Mitglieder von Bradons Gruppe noch am Leben wären und ich dem Tode nahe, sollte ich ihnen sagen, was ich weiß. Wenn ihr mir das Amulett gebt, will ich euch zeigen, was ihr erhalten habt. Gewiss, hier ist es. Habt Dank. Ich werde das Wort jetzt sagen. Bruderschaft. Hier habt ihr das Amulett zurück. Es ist so wunderschön wie an dem Tag, an dem ich es das erste Mal sah. Behaltet es, da ich keine Verwendung mehr dafür habe. Ich bin mir meines Wunsches sicher. Auch wäre es bestimmt in Bradons Sinne. Ich danke euch aus ganzem Herzen. Ich hoffe, das Amulett beschützt euch auf all euren Wegen. Ich bin froh, dass er tot ist. Ich weiß, ich sollte so etwas nicht sagen, aber ich denke, ihr versteht mich. Ja. It's so very... In Ordnung. Trotzdem nur neu, sag ich. Das ist der Gerechtigkeit. Wofür jeden... Gut, Leute. Ich glaube, Crash, aber ich schneide euch die einfach raus. Gut, gucken wir mal, was es uns bringt. Schnelligkeit 10 Punkte und Feder 60 Punkte. Wir können sich nicht mehr tragen. Boah, Feder und Schnelligkeit sind nicht geil. Wir können es aber nur ein Amulett tragen, aber wenn wir noch kein anderes haben. Genau das, was ich jetzt brauche. Ich kann mir jetzt also das Zeug rausnehmen und es noch verkaufen. Wenigstens. Oh nein. Ach, ich dachte gerade, er ist doch schon despawn. Okay, keine Ahnung, was das Englisch ist, aber es das heißt wahrscheinlich irgendwas, das ist der Leichtigkeit, ne? Bei Feder ist halt OP 60 vor allem. Feder macht ja quasi wie jeden Punkt Feder, der auf uns liegt, können wir ein Kilogramm Gewicht mehr tragen. Bogen noch. Dann habe ich alles wieder. Ist halt nice, ne? Dann 60 zu haben. Da oben ist, da drüben ist Oblivion Tor. Problem ist jetzt nur, jetzt fange ich halt an die Maps aufzudecken. Es zu erkunden. Und jetzt haben wir schon Oblivion Tor. Weil wir es getriggert, also wir haben es halt getriggert durch die, dass wir den Martin dahin gebracht haben. So, jetzt ist die große Frage. Bei wem kann ich das magische Schwert überhaupt verkaufen? Oh, die akavirische Trennungsklinge fehlt mir noch. Scheiße. An die habe ich gerade nicht gedacht. Ich hab's übersehen. Ich muss mal gucken. Die fehlt mir noch. Die hätte ich da auch reingelegt. Ich würde sie gerne aufhalten. Also jetzt muss ich Paderisch kappen mit mir. Soll ich das Schwert aufheben? Weil es so viel Damage macht. Das macht ja einfach mal 5 Damage mehr als das, was wir davor hatten. Da habe ich hier auf dem Boden die Klinge so. Dolch da. Jetzt sind wir so schwer belastet um 4.
so, wenn man am Ende trägt, kann man keinen Umhang tragen, dann kann ich den Umhang auch verkaufen. Ist ja voll blöd. Ja gut, das sind die Pilzstiefel hier. Wie gesagt, jetzt habe ich die Hadere. Entweder ich benutze die 11 Schaden, weil 11 Schaden halt cool sind, vor allem weil wir ja eh Schwerter level, weil ich ja eh Schwerter mache. Als Haupttalent, Kampftalent. Und deswegen ist halt ein Schwert halt schon geil. Und das Beste darunter wäre halt das Silberschwert, ne, immer noch. So ein Kavi-Katana. Was halt 6 Schaden macht, aber das wären halt ganze 5 wert. Dafür ist es halt einfach verdammt schwer. Aber das ist halt so viel wert. Negative Children auch nicht verkaufen, wenn das Schwert jetzt hier noch eine Verzauberung hätte. Dann würde ich es auf keinen Fall verkaufen, weil Schwerter mit Verzauberung sind besonders, die würde ich dann eigentlich aufheben. Waffensammlung oder so, ne? Okay, jetzt ist es natürlich zu spät. Jetzt machen wir mal 12 Stunden. Dann sagst du morgens. Wie viel der übrigens auch für das Schwert geben würde. Weil es ist ja magisch und so. Wir können ja nur. Anscheinend unterweit. Was darf ich euch. Er wird ihm für den Mondbrat 800 geben. Weil er nicht mehr, ja, weil er nicht mehr Geld hat. Glaube ich. Der kann es ja nicht mehr geben, als er hat. Das heißt, ich guck mal bei einem anderen, der das Schwert auch abkaufen würde. Ob der mehr Money hat. Kaiserstadt bestimmt. Müsste es bei dem verticken. Bei 800 Münzen könnten wir bei dem jetzt raushalten. Für. Das ist alles, was er hat. Dann wären wir ja bei 1000. Wenn wir auf jeden Fall bei 1000. Plus 300, wenn wir 1300 Münzen, würden noch 700 fürs Haus fehlen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Haus kaufen kann. Ich weiß halt aber, dass es gibt. Und damals noch. Aber, ja, das ist das günstigste Problem. Ist. Bitte fahrt fort. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher. So, hier können wir der aber schon mal das Lederkäfer verkaufen, weil das können wir ja nicht tragen, wie ich jetzt gerade gelernt habe. Bitte fahrt fort. Seht euch. So, er hat 1000. Er würde uns auch 1000 geben. Gut, ich verkaufe erstmal den Speer, weil der eh nicht so gut ist. Das klingt nach einem angemessenen Preis. So, dann haben wir hier noch Rüstung. Und... Lebt wohl! Okay. Also er würde es auch sein ganzes Geld dafür geben. Ja, was wollt ihr? Kenn ich euch schon? Irgendwer muss Kjot. Nee. Lebt wohl. Ach doch, das ist die von Wind. Zenova Roma wird mir das Schwert nicht abkaufen wollen. Wie lautet eure Los! Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Er hat auch nur 600. Wir haben nicht. Also 1000 ist mir das höchste, was ich gesehen habe. Ich suche mir jetzt einen Händler. Ich mein's ernst. Weil, wenn wir das Schwert verkaufen, das ist sehr selten, das wäre nicht so wert. Wenn wir das Schwert verkaufen, dann sind wir halt fast bei unserem Haus. Hab Mitleid mit einem Einzelnen. Ich muss ja nur einen finden, der genug Geld hat. Hier in Puma sind die Normalbürger, sag ich mal so. Es gibt. Bravil zum Beispiel haben die alle keine Kohle. Aber ich glaube, das Kind gerade haben sie doch relativ viel Geld. Und das Kind haben wir schon, das heißt, wir müssen auch hinreisen. Ich würde tatsächlich mal gucken, ob wir in. Also wie gesagt, das Schwert ist halt geil vom Schaden. Ja, ich weiß. Ne? Mag sein. So machen wir halt nur 6. Aber es ist mir einfach zu viel wert. Ich sag, es ist mir einfach zu viel wert. Übrigens, ich muss das magische Waffe ja die ganze Zeit. Na egal. Schildgern meine ich jetzt, sorry. Ich wollte nicht in Themen näher springen. Colorian Traders. Wer ist denn hier der höchste Waffenhändler in Skin gerade? Wer hilft einem alten Bettler? Ich weiß es gar nicht. Verzeiht! Oh, der Butler. Lasst mich in Ruhe!
Okay, ich muss mal kurz warten. Ah, 3 Stunden. Nochmal 1 Stunde. Wann hat denn der auf? Hä? Okay. Das sind komische shady Händler. Die haben alle um 9 Uhr früh nicht auf? Ich bin... Vorhin habe ich Uga... Ich bin der einzige Alchemist Skingrads. Hier gibt es nicht viel zu verdienen, aber ich kann nicht zurück nach Morrowind. Es ist einfach wie überall im Kaiserreich. Nebenbei, wisst ihr, wie hoch hier in Cyrodiil die Strafe für Leichenschändung ist? Nur so eine Frage. Aha. Wie bitte? Ich hab keine Ahnung. Trotzdem vielen Dank. Wiedersehen. Aha. Ah, ich schließe jetzt das auf, verstehe. Hä? Ja, genau. Ich? Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Das klingt nach einem angemessenen Preis. Viel. Mein Ziel ist jetzt einfach, das Haus zu holen. Wisst ihr, Leute? Wenn wir so früh schon ein Haus hätten, dann wäre ich erstmal halt ausgesorgt. Das Schwert ist geil, aber wir kriegen ja früher oder später noch ein besseres Schwert. Warum sind die Hälfte der Händler nicht da? Ist das ein Bug? Ich warte nochmal eine Stunde. Ja, okay, anscheinend sind die im Skin gerade hier erst ab 10 Uhr. Nicht so laut, bitte. Ich habe solche Kopfschmerzen. Ich bin Agnete, die Schmiedin. Die Besäuselte nennen sie mich. Ich wünschte, ich wäre tatsächlich besäuselt. Marie Palliel arbeitet ziemlich hart. Also die örtlichen Weine sind hervorragend. Sie sind nicht billig. Aber ich trinke kein Bier oder Ale mehr und das will was heißen für eine Nacht. Rüstung, Waffen. Ich habe, was euer Herz begehrt. Sie hat 1200. Sie gibt auch 1200. Wie viel wert wäre es? 4200. Okay, 1200 wären wir bei... Ja, dann wären wir bei 1800, ne? Auf Wiedersehen. Ich merke mir sie mal. Haben wir einen Chance. Gibt es 1200 für. Deswegen ist es aber noch mehr wert. Deshalb. Grüße. Bitte nur eine einzige Münze. Hallo. Ist hier noch ein Händler, der... Ich klart hier sein Haus. Da, okay. Gibt es nicht viele. Noch Colvin Traders gibt es noch. Hier gibt es nicht viele Händler in Skinkard. Allgemein Skinkard nicht gerade groß. Okay, hier unten waren wir noch in der Ecke. Ich glaube, da ist nur die Church. Das war... Hallo! Ja, der ganze Folge. Also, wir haben die ganze Folge, aber wir haben die ganze Folge damit verbracht, Händler zu finden. Also, sie hat bisher am meisten Geld. Ich glaube aber, dass am meisten Geld die NPCs in, also die meisten Waffenhändler technisch. Vielleicht sogar eine Kaiserstadt haben, weil die Kaiserstadt wirkt mir irgendwie... Colin Jones hat immer noch nicht offen. Ich war... Was die Leute hier machen? Die anderen sind Bauern, oder? Ja, du bist doch hier der Ladenbesitzer, geh du mal in deinen Laden.
Also der Laden hat nie auf. Das muss ein Bug sein. Der NPC kommt vielleicht nicht zum Verkaufen. Was ist? Wenn sie das erklären, warum der Laden nie auf ist. Wer will ja anscheinend auch rein und kann es nicht. Er steht hier ja immer mit das. Beeilt euch! Irgendwas ist mit dem NPC passiert. Müsst ihr unbedingt mit mir sprechen? Nachrichtenbürger. Sag es mir. Seid gegrüßt, Argonia. Seid los jetzt! Macht mit bei der. Guck mal, das ist eine Kämpfergilde. Argonia, sehr gut. Wiedersehen. Da viel zu wenige. Ja. Kaiserstadt. Ich bin auf der Suche nach einem Händler. Ich will das für mehr als 1200 verkaufen. Aber ich weiß nicht, wer mehr als 1200 hat. Karol habe ich keine Chance. Ich glaube, das sind die auch nicht so rich. Das ging ganz sehr am richesten. Wegen dem Wein. Ich glaube nicht, dass sie hier viel Kohle hätte. Ja, der Javin und Karol kann ich halt nicht. Oder war schon nicht. In der Regel. Bitte fahrt. Kommen wir zum Geschäft. Sie hat auch 1200. Okay, gut zu wissen. Schönen Tag. Ich weiß gar nicht, ob es auch Blender mit mehr gibt, wisst ihr? Weil, was bringen einem dann so viel Worth-Gegenstände, wenn es eh keiner abkaufen kann? Bücher, ja, genau, okay. Na, auf ein guten Trade. Ist ja bestimmt nicht, ja, ist ja nicht der Schwerte. Wir können eigentlich auch mal gucken, ob noch ein guten Trade für Schwerte ist. Geht nur. Ich glaube aber nicht, die hat nur Klamotten, ne? Bin mir gar nicht mehr so sicher. Was? Fasst euch kurz. Was sind du hier drin? Ich möchte mich nicht aufdrängen, aber ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Meine Tochter, Dharma, ist verschwunden und ich weiß nicht, was ich tun soll. Nee, oder? Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Das ist die, die so nett war. Machen wir, Leute. Aber erst in der nächsten Folge. Um die kümmern wir uns. Die nächste kannst du dir machen. Weil die war sehr nett, wenn du nicht. Die war recht nett. Und deshalb, wir können noch 50 tragen. Ich werde so lange Mondfahren erstmal als Kampfklinge führen. Und dann gucken wir mal, ob wir noch einen finden, der mehr als 1200 hat. Ich würde aber sagen, machen wir nächste Folge. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.